Ich frage mich die ganze Zeit, wie weit wir sind. Ist also getan. Tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht einfach für dich war. Es war hart, ja. Ich versichere dir, dass es keine andere Möglichkeit gab. Ihr Fanatismus hätte es nicht zugelassen. Es gibt offensichtlich eine letzte Bedrohung, der sich das Institut stellen muss. Worum geht es? Was für eine letzte Bedrohung ist das? Nun, vielleicht ist sie am Ende doch nicht so offensichtlich. Die stählerne Bruderschaft ist von Technologie besessen und hat gezeigt, dass wir nicht friedlich zusammenleben können. Sie wird sich irgendwann von uns das holen wollen, was wir über lange Zeit geschaffen haben. Wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Du hast recht. Wir tragen den Kampf zu ihnen. Wie gut, dass du zustimmst. Aber das Problem mit der stählernen Bruderschaft geht über die Grenzen des Commonwealth hinaus. Es reicht nicht, sie hier zu vernichten. Es gibt von ihnen noch mehr auf der Welt. Und auch sie werden uns angreifen. Hast du einen Plan, falls das passiert? Ich will lieber gleich verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Wir werden ihnen zeigen, dass sich die von ihnen so hochgeschätzte Technologie gegen sie wenden wird, wenn sie sich mit uns anlegen. Wir zeigen ihnen, dass wir aus dem Nichts erscheinen können, wenn wir wollen, und sie uns niemals aufhalten werden. Sie werden sich hüten, sich jemals wieder mit uns anzulegen. Du bist ziemlich überzeugt, dass es funktionieren wird. Das Institut ist absolut gründlich. Dr. Lee erwartet dich bereits in ihrem Labor. Sie wird dir alles Weitere erklären. Die Zeit drängt. Prytwin Down. So, das ist die erste Entscheidung vom Institut, die ich gutheißen kann. Ich mochte die Bruderschaft die ganze Zeit schon nicht. Und ich habe eigentlich nur mit ihnen sympathisiert, weil sie mir in dem Moment Vorteile gebracht haben. Aber, ja, also Vorteile im Sinne halt von Erfahrung und sowas. Ich mochte sie aber tatsächlich nie. Die waren mir immer zu... So wie sie Vater in die Welt gebracht haben, hat zu... Gebracht. Zu Bruderschaft einfach. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja, die waren... Also, die Ansichten waren ein bisschen sehr harsch. Es ist halt so arg religiös und arg... ja, einfach nicht mein Ding. Haben wir genügend Energie, um den Bedarf zu decken. Die überschüssige Energie dürfte zu höherer Effizienz und Produktivität führen. Was hast du, um mir mit Liberty Prime zu helfen? Diese Zeit ist also gekommen, richtig? Nun, dann fangen wir besser an. Ormin, komm bitte rüber. Es ist an der Zeit. Was? Jetzt? Ich prüfe noch den Code, den die Robotik geschickt hat. Der Algorithmus ist grauenvoll und noch weit vom Optimum entfernt. So wie es aussieht, läuft uns die Zeit davon. Gehen wir. Wir erklären dir die Grundzüge der Operation, soweit sie feststehen. Dr. Ormin hat die meisten Vorbereitungen getroffen, deshalb wird sie alles erklären. Okay, danke. Ist das wirklich so aufregend oder geht es nur mir so? Du weißt sicher, dass die Bruderschaft ihr Hauptquartier am Flughafen hat, oder? Das ist mir bekannt, ja. Okay, gut. Wenn sie weniger intelligent wären, würden wir nicht darüber reden. Wir würden sie einfach mit Synths überrennen. Aber sie sind keine Idioten. Es ist ihnen gelungen, ein EM-Feld zu erzeugen, das unsere Transmissionsfähigkeit lahmlegt. Also gelangen wir per Transmission auf das Luftschiff und sabotieren es? Das würde uns nicht nützen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen ihrem Roboter und dem Luftschiff. Der unmittelbare Bereich um ihr Lager ist Sperrgebiet. Aber sie haben nicht den gesamten Flughafen abgedeckt. Wir können dich per Transmission zu einem Punkt am Rand des Flughafens transportieren, sodass du reingehen und die Generatoren deaktivieren kannst. Zumindest haben wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Genau. Du hast das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen, bevor sie die Verteidigung organisieren. Für jeden Generator, den du ausschaltest, können wir Synths reinbringen, sodass dein Vorteil größer ist. Und, oh, hätte ich fast vergessen. Nimm die hier. Danke. Mehr Munition kann ich immer gut gebrauchen. Nein, nein. Lass mich erklären. Diese Dinger, ich habe noch keinen guten Namen dafür, senden ein Ortungssignal. Dort, wo sie landen, können wir sie anpeilen und Synths per Transmission zu dieser Position bringen. Sollte es notwendig sein, können Synths direkt dort landen. Wir haben nur wenige davon. Also setze sie gut ein. Wirf sie bitte nicht in die Bucht. Okay,
Das ist echt gut. Ich bin beeindruckt. Ich weiß. Ich meine, danke. Ich dachte, es nützt vielleicht. Ich will nur helfen. Deine eigentliche Aufgabe ist, zu Liberty Prime zu gelangen. Du weißt, worum es hier geht, oder? Was ist Liberty Prime? Dr. Lee kann dir einen kurzen Überblick geben. Tja, die Bruderschaft hatte ihn entdeckt. Ein altes Militärprojekt aus der Vorkriegszeit, das wegen unlösbarer Energieprobleme nie realisiert wurde. Mit meiner Hilfe war es gelungen, den Reaktor zum Laufen zu bringen und ihn gegen ihre Feinde einzusetzen. Ein ziemlicher Erfolg. Objektiv gesehen ja, aber nach allem, was ich durchmachen musste, das Projekt eingeschlossen, habe ich mir was Besseres gesucht. Das hat mich zum Commonwealth und zum Institut geführt. Aber da ich das Energiesystem des Roboters entwickelt habe, kannte ich alle im Roboter verwendeten Systeme. Ich weiß genau, wozu er fähig ist, und ich weiß auch, wie ich diese Fähigkeiten nutzen kann. Wir haben unser Wissen gesammelt und Modifikationen vorgenommen, basierend auf dem, was wir glauben, dass sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Und haben dann, das war meine Idee, das Ganze in einen modifizierten Synth geladen, der den Virus direkt in Liberty Prime pflanzen kann. Der kleine Kerl wird ungeschützt und verletzlich sein. Deshalb musst du ihn im Auge behalten. Sorg dafür, dass er nicht drauf geht, verstanden? Mit Liberty Prime auf unserer Seite haben wir einen enormen Vorteil. Er wird nicht durch die Gegend trampeln und er wird auch keine Befehle entgegennehmen. Aber seine Waffen und Zielsysteme werden überschrieben. Und er wird ihr Luftschiff als vorrangiges Kommunistenziel im Commonwealth erkennen. Deshalb ist dein Hauptziel einfach. Schlag dich zum Roboter durch und halte die Position, bis der Synth seine Sache erledigt hat. Oh, und keine Sorge, wir holen dich raus, bevor alles in die Luft fliegt. Falls du Fragen hast, stell sie bitte jetzt. Ansonsten wirst du im Transmissionsraum erwartet. Haben wir einen Plan B? Wir brauchen keinen Plan B. Es wird funktionieren. Sonst noch was? Was wird danach aus Liberty Prime? Er wird zusammen mit dem Rest der Bruderschaft zerstört. Was für Unterstützung habe ich? Sobald die Generatoren ausgeschaltet sind, können wir sie mit allem konfrontieren, was wir haben. Mit wirklich allem. Ich habe keine Fragen. Bringen wir es hinter uns. Also gut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dr. Lee zeigt es vielleicht. Es klingt schon mittlerweile arg nach Endschlacht. Institutspeilsender hinzugefügt. Okay, die so. Ich glaube, die packe ich mir mal ganz kurz dann auf eine. Auf einen Hotkey. Hilfsmittel. Sonst finde ich die nämlich nie wieder. Diverses? Ich glaube, ihr hört mich die ganze Zeit scrollen. Moment, wo sind die denn, die Institutspeilsender? Institutspeilsender, okay. Favorisieren. Die 9 ist noch frei. So. Ah, das sind Granaten. Dafür, dass hier alles reibungslos läuft. Ach so. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Synth in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ich ist, wünschte, wo er hingehört. Ich wünschte, sie hätten Vater so wie wir gekannt. Ich kenne ihn doch. Er ist mein Sohn. Also bitte. So, es geht mal wieder nach oben. Wobei, ich finde die Aussicht hier drinnen, also es ist zwar alles, wie gesagt, wie ich schon mal gesagt habe, sehr steril, aber es sieht trotzdem irgendwie cool aus. Sieht unglaublich cool aus hier im Institut. Vielleicht ist es auch deswegen der Grund, warum ich dann doch eher dem Institut zugeneigt bin, als zum Beispiel der Railroad. So, wir gehen in den Transmissionsraum. Oder wie das Ding auch jetzt immer hieß. Huch! Oh, ich dachte, hier kommt noch irgendwie kurz irgendwas. So, dann kämpfen wir mal gegen die Bruderschaft. Dann müsste ich eigentlich auch mal... Oh Gott. Muss ich dann irgendwann noch die Polizeistation auseinandernehmen? Super, Jazz ist da, das ist gut. Das ist, dann bin ich beruhigt. Oh Gott. Warte auf weitere Anweisungen.
Ich guck mal hier kurz, was die so für Gegner sind. Ich vermute den in der Powerrüstung. Kann ich nicht direkt ausschalten. Alter Schwede! Das ist dann doch ein bisschen arg viel, muss ich sagen. Uiuiuiuiui. Falsche Waffe. Hallo. Jess, könntest du bitte eingreifen? Alter Schwede! Gefahr ist gut gesagt, meine Lieben. Meine Gefahr ist... Komm, greif mich an, damit wenigstens Jess sich endlich mal wehrt. Was? Hier auch noch welche? Oh Gott. So, aber Jess ist in den Kampf endlich eingestiegen. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Komm ich hier auch... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde hier so kaputt gehen, glaube ich. Wer schießt denn von da hinten? Nee, da schießt niemand von da hinten. Oh Gott, was eine Schlacht. Alter, ich werde wahnsinnig. Los, los, schneller, Jess. Ich brauche Hilfe. Vor allem brauche ich irgendwie mal Deckung. Oder... Moment. Warum eigentlich nicht vorher? Wo ist sie denn? Wo ist meine... Nee, die wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Der wäre schon ganz gut, aber nein, den suche ich auch nicht. Ich weiß, ich habe da noch was anderes dabei. Ich muss es nur finden. Ich finde das so schön, in Fallout kann man so wunderbar die Spannung aus Kämpfen rausnehmen. Ich gucke gerade nur nach dem Bild, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie das Ding hieß. Den da wollte ich, glaube ich, haben. Lad doch nach! Mann! Hallo, lad nach. Ah, ich muss weiter schießen. Oh Gott, ich muss weiter schießen. Viel weiter. Okay, irgendeinen habe ich gerade getroffen. So, jetzt können wir endlich mal... Hier... Okay, so. Konzentrierter Kampf, deswegen halte ich wie immer die Klappe. Oh, den Vertibird kann ich auch abschießen. Sollte ich vielleicht auch tun, oder? Stürzt der schon ab? Ich glaube. Moment, ich nehme jetzt doch mal den Raketenwerfer. Sehe halt gar nichts da hinten.
Ich treffe auch nichts mit dem Scheißding. Und wer schießt denn von hier drüben, bitte? Da ist doch niemand. Doch, da war jemand. Okay. So. Ich weiß, das ist jetzt hier gerade absolute... was? Sternpaladin der Bruderschaft. Was? Ja, ist klar. Okay, wir greifen doch wieder mal zum... Wo ist denn der... Fatman da? Ich brauche ein bisschen mehr Fläche mit meinen Waffen, sonst treffe ich ja hier nichts, weil ich keine Ahnung habe, wo die ganzen Gegner überhaupt stehen. Komm schon, irgendwie muss ich den doch treffen. Okay, irgendwas habe ich jetzt auch getroffen. Ich weiß noch nicht genau was. So, den hätten wir jetzt auch. Naja, okay, den... Das mal, ich glaube, den da oben, den kriegen wir so einfacher. Oh, den da oben ist eine... Nein. Alter. Boah. Irgendwie so ein Raketenwerfer im Schnellzugriff, ja. Oh. Das ist, glaube ich, der Sternpaladin da drüben. Den ich nicht treffe. Alter Schwede. Was eine Schlacht. Ey, mit diesem blöden... Da triffst du einfach gar nichts. Mit dem Ding triffst du auch kaum was. Und warum macht mein Roboter nichts? Was? Da, den krieg ich doch mit der Waffe nie tot. Kommandeur, Alter, was fahren die denn hier alles auf? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal das ausprobieren sollte. Aber zumindest scheint Jess jetzt endlich mal so halbwegs in den Kampf einzugreifen. Ja, nur so halbwegs. Und das da hat gerade gar nichts.
Tobi, was soll das denn nur hier noch geben? So, ich wollte eigentlich mal bei Granaten gucken. Splittergranate, da waren sie doch. Nicht sterben, nicht sterben. Treffe ich denn überhaupt irgendwas? Gefühlt nicht. So gar nicht.